Leidenschaft, oder? Das ist es, was alle sagen, sei es von der Wirtschaft, sei es vom Sport, zum Weiterkommen, zum erfolgreich sein. Leidenschaft vermitteln wir ja auch den Kind, weil du bist ein grosses Vorbild für Kleine, für Junge, für Unihockeyanerinnen und Unihockeyaner. Und wie immer gehen wir in einem Verein vorbei schauen. Das Mal sind wir bei den Kloten Dietlicken Chats schauen, wie die trainieren bei den ganz Kleinen, bei der Unihockeyschule. Unser Besuch bei den kleinsten Unihockey-Fans der Kloten Dietlicken Chats hat für Aufregung gesorgt und das Training ab und zu ein bisschen durcheinander gebracht. Die Kloten Dietlicken Chats sind einer der grössten Unihockey-Vereine der Schweiz mit 650 Mitgliedern und 20 Nachwuchsmannschaften. Für den ganz kleinen Nachwuchs wird einiges geboten. Zum einen werden zusammen mit der Stadt Kloten für Erst- bis Sechstklässler Schulschnuppertrainings angeboten. Fix zum Verein gehört die Juniorenschule. Schon ab Kindergartenalter wird hier Unihockey erlernt. Wir sind sehr zufrieden, auch dass wir die Teams füllen können, weil der breite Sport ist ein Fundament und der Nachwuchs ist wichtig für die Zukunft. Es ist eine sportliche, logische Folge, dass irgendwann ein Kleiner zu der Grossen wird, gehen und in aktiven Bereichen wird spielen. Und der breite Sport unterstützt den Leistungssport. Und man lernt in einem Teamsport halt auch noch extrem viel fürs Leben auch sonst dazu, finde ich. Nachwuchsteams sind gefragt. Man spürt den Unihockey-Boom, der sicher auch der grandiose Auftritt der Frauen-Nazi an der WM einiges dazu beiträgt. Speziell nach der Damen-WM habe ich das Gefühl, ist doch noch mal etwas gegangen, wo jetzt in den letzten zwei Wochen, würde ich doch sagen, etwa 10 Anfragen von klein bis gross hatten. Und wirklich eigentlich so ein kleines Interesse noch ein bisschen mehr wecken. Mein Liebste, was ich mache, ist Matchli spielen. Man kann viel lernen dazu und manchmal, es macht einfach mega Spass. Unihockey ist ein lässiger Sport, weil man da ganz schnell muss rennen. Da tut man manchmal ein bisschen kämpfen. Es ist schön im Unihockey, dass man viele Freunde findet. Da haben wir so einen Stock und einen Ball und dann muss man rennen und dann muss man ein Goal schiessen. Manchmal machen wir Penalty. Manchmal auch führen zum Öckelrennen, den Pöller drauf tun und nachher wieder zurück. Schön zu sehen, dass der Unihockeysport auch für die Zukunft mit motiviertem Nachwuchs gesegnet ist. Die Kloten Dietlicken Chats tragen mit ihrer Nachwuchsförderung einen wichtigen Teil dazu bei. Unglaublich schön, die Freude, die Leidenschaft dort. Hast du gemerkt, dass Junge mehr auf dich zukommen und sagen, ich will das auch? Ja, also ich bin jetzt nicht so viel in meinem Umfeld unterwegs, wo so junge Menschen daheim sind. Aber Molly hat gerade letzten Freitag in der Schule vorbei dürfen und es ist natürlich schon sehr schön zu sehen, dass die Kleinen extrem auf das reagieren und eben auch schon Wochen vorher in ihr Lernjournal geschrieben haben, eben dann kommt da jemand vorbei, der im Fernsehen war und da gespielt hat. Das ist schon lässig, ja.